Tag 24 im Schutzraum am frühen Morgen. So, herzlich willkommen zurück zu Chernobyl Light. So, mal gucken, ob der... Obwohl, Mikael hat sich beruhigt. Letzte Folge war er ja schlecht gelaunt. Schauen wir mal. Igor, I need to tell you something. Remember when you asked me why the lurkers stay away from our village? I wasn't entirely honest with you. Na? All right. I don't know exactly how it works, but Mave has a way of keeping these creatures at a distance. He has this strange powder. He calls it dust, but it's secret. Only a handful of people even know it exists. Dust? Why are you telling me about this? Because I can see you for what you are now. And what's that? A forthright and honorable man. Maybe a little awkward in social situations. Anyway, it'll help us in your heist. You should get your hands on some as soon as possible. Well, if it works, there must be something to it. I should definitely look into it. You should. Okay. I'll check it out first chance I get. Die Frage ist, könnt ihr jetzt eigentlich den Überfall schon machen? Olgas Dorf ist einer der wichtigsten Orte. Der wenigen Orte, die seit dem Auftauchen der Schatten überlebt hat. Um sie fernzuhalten, nutzen sie merkwürdiges Pulver. Gut. Dann machen wir das. Merkwürdiges Pulver. Zieht sich doch noch ganz schön. Also ich habe gedacht, jetzt geht's ab. Magic powder? It's not really your style to believe in such things, is it, Igor? Still, if there's any truth to it, it could be your best chance to defeat the shadows. And perhaps even him, the Black Stalker. Ich habe gedacht, jetzt geht's ab ins Finale. Aber es zieht sich doch noch ganz schön. Ich wollte mit euch heute eigentlich noch ein anderes Spiel spielen, was erst in 2 Tagen rauskommt und mega witzig aussieht. Aber ich hätte ja schon gern das hier heute noch durchgeballert. Watch out for those bastards, Igor. I heard on the radio that they're sending more troops to Red Forest. So, wir können wahrscheinlich hier auch wieder so ein Ding bauen, also sollten das zumindest. Boah, hier ist aber die Strahlungssicherheit der Zone richtig mies. Was muss man da nochmal bauen? Die Dinger oder was? Um die Strahlungsteilchen aufzuhalten. Verlangsamt die Strahlungszunahme in der Zone. Ist einfach mal zu. Also die ist komplett aufgefüllt, die Strahlungszunahme. Oh, ich habe keine Maus, ich habe keine Maus. Gut, ich wechsle wieder zur Maus. Weil hier so hohe Strahlungsdingsbums ist, sind hier natürlich viele Monster. 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 Sie macht mir Angst, doch sie weiß, was sie will. Sie ist ein Monster. Monster. Stehe da an der Bar, warmen Tag, fast Game Over. Auf einmal sehe ich dieses voll. We've got a situation here. What's wrong? Your village. It looks abandoned, destroyed, burned down. What? Oh goddammit! What's going on? Talk to me, goddammit! Your people are all dead. I'm so sorry. And Gleb too. What are you saying? The kid was safe in the bunker, locked but safe, and now you have a child's blood on your hands. It's my fault. I sent him straight to his death. No, no, no. Are you sure that everyone's gone? What about Kostya? Medvey? I don't know, Olga. Just take a look around. See if you can find out what happened. I will. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wenn das hier jemand auf YouTube sehen sollte, der das vielleicht woanders auch schon gesehen hat, oder jetzt im Livestream gerne auch schon, was wäre passiert, hätte man den Jungen im Bunker gelassen? Hätte der dann wirklich überlebt? Also das würde mich mal
sehr, sehr, sehr interessieren. I found something else. More dead? No. It's a tape recorder. Your name is written on the tape. Okay, play the tape, Igor. My beloved Olga. My sweetheart. I made a terrible mistake. I only wanted you to see what I saw. Oh, fuck. That Matvei is a tyrant, that he's hiding things from us, and that he was putting everyone in unnecessary danger. I needed to weaken him. Das ist der Typ, der den vergiftet hat. Right. For us, I spiked the food. I thought I knew what I was doing, but someone mixed up the pots and the anesthetic ended in everyone's meals. I woke up to gunshots in the middle of the night. NAR stormed the village and killed everyone in their sleep. Only I survived because I ran. I ran like a coward. I wanted to prove myself to you so bad. My scheming got everyone killed. This is it. My love. My confession. I was never a religious type, but I will go and ask the dead for forgiveness before I join them. It's the only decent thing left for me to do. Goodbye, Olga. What? I can't believe it. I can't do this. I can't handle this. Ich werde dir das nicht verraten. Olga weiter zu reizen ist nicht hilfreich. Was passiert ist, ist passiert. Ich brauche ihr Vertrauen und Lügenschaft, kein Vertrauen. Oh nee, sorry, aber. I'm terribly sorry, Olga. I had no idea. Of course not. Why would you? Please go look for Kostya. Also fassen wir kurz zusammen. Wir haben den kleinen Jungen aus dem Bunker befreit. Er wurde jetzt brutal erschossen. Wir haben den Typen erlaubt, seine Spielchen zu machen. Und das komplette Dorf wurde ausgelöscht. Hohoho. Ei. Shit. Kann ja keiner ahnen. What the fuck happened here? Looks like someone did us a solid. Still, we need to find this white powder shit. Huh? You're talking about the kind you put up your nose? Nah, we've got that at the base already. Ob das jetzt wirklich unser Verschulden ist oder ob das sowieso passiert. Das würde mich mal interessieren, weil wir haben ja vorhin was geändert, wo halt kein, was keine Konsequenzen hatte. Und jetzt, schwierig. Würde ich gerne mal jemanden fragen, der das schon durch hat. Wo ist denn Serifee? Sie hat das doch schon durch. Okay. Olga, I found Kostya. He's... Yes? He shot himself. It was quick. I'm so... Wir sind einfach alle verloren, ey. So sorry. I didn't see that coming. Nobody did. Dad, please give me a moment. Alter Falter. Die hat gerade einfach jeden verloren, ihr komplettes Dorf, wo sie aufgewachsen ist. Jesus. This isn't really a cemetery, is it? It looks more like a mass grave. I know, but it gives this awful place a kind of dignity, doesn't it? NAR used to dump bodies here. Phosphorus, slaked lime. In time, it'll burn everything up. I found my mom.
Unbelievable. Is it possible they were telling the truth? What's going on? Remember when I told you about Chernobylite being a giant turtle that supports the Earth? It could be true. Well, at least partially. What do you mean? It seems to be organic. Moreover, it shows signs of basic cognitive functioning. To put it plainly, it learns. That's why it avoids the lye and phosphorus. Incredible. That explains why the shadows won't touch it. I have no idea how Matvey came up with this, but he hit the jackpot. You can tell me the rest when you get back. Bring the dust. I told you to return to the UK, Igor, but I see you didn't listen. Well, it's understandable in a way. You're constantly interfering in everyone's business. You're the wild card of the zone. The Joker der Szene. There's no telling if you'll end up on the side of the heroes or the rats. You're talking gibberish. You think I don't know you've been talking to Semenov? Perhaps even Kozlov? Who else, I wonder? But your little gang of misfits and rejects has no idea you're playing both sides. How do you... You really are naive, aren't you, Igor? Like a lost little boy. That big brain of yours still can't comprehend what's really going on. Perhaps you're not so special after all. They're using you, and you can't even see it. Did you ever think to stop running everyone's errands for 5 minutes and ask yourself why you're here? Why you're really here? You're insane. Chernobylite is messing with your mind. Listen, I never sold anyone out. Someone sent me a picture of Tatiana, and I saw her in my dreams. She called out for me to find her. You're a goddamn liar. She would never... No, you don't belong here. It's the truth, and I can tell you believe it. You're delusional. Semenov used a photograph to lure you here, to get you to mess with my plans. He made you his puppet, whether you realize it or not. Ah, guck mal. Hey, na doch, der hat mich doch schon dreimal verraten. I was never anyone's puppet, neither Semenov's nor Kozlov's. Besides, why do you even care? They're your pals, aren't they? You're as much a part of NAR as they are. You work together on Chernobylite. Yet again, you show off your profound ignorance, as if it was something to boast about. You know nothing about me, nothing about my work, nothing about Tatiana. Or perhaps it's not simple ignorance. Yes, perhaps it's something intentional. You've been its unwitting tool this whole time. How could I not have seen it? It's gotten into you, manipulated you from the inside, compelled you to act out its will. You think you control Chernobylite, but in fact, it controls you, your emotions and wishes, your feeble hopes. You've been its slave all along. I have my own plans, and they don't involve you. Not yet, anyway. I'm not going to kill you, not today. You can thank her for that, but I can't make any promises about the future. Who knows what the future will bring? I sincerely hope I never see you again, Igor. Starker Auftritt. Boah, wie viel Erfahrungspunkte ich bekommen habe. Alter Falter. Bring den Staub mit. Schon wieder 7 Punkte. So, hier haben wir nichts weiter. Das heißt, ab nach Hause. Da stand, wir haben nicht genug Infos über den schwarzen Stalker. Aber wo hätte ich die denn finden sollen? Verstehe ich nicht. I don't know. Okay, die haben wieder gut Essen gefunden. Heute gibt es nur normale Rationen, so.
So, jetzt haben wir bei Olga eigentlich mehr oder weniger wieder verkackt. Wobei, ist noch gut. Ist eigentlich nur Michael, dem es so shit geht. So, zack, zack. Alter, wir haben 50 Pilze. Was können wir denn jetzt mit den Pilzen machen, Leute? Was Sinnvolles? Irgendwie nix. Die ganze Zeit zu wenig Pilze gehabt und jetzt haben wir zu viel. Ein guter Trip. Hallo Kira. Ah, ein paar Pilze schmeißen. Vor allem hier kriegen wir noch mehr. Guck mal, das funktioniert nicht mit dem, Ich wüsste jetzt wirklich nicht, was ich mit dem Pilz machen soll. Wir haben wieder 7 Punkte. Was kann der mir noch beibringen? Nothing. Hey, about like. Actually. Tatsächlich sind wir mit dem durch. Namaste fucking day, Igor. And good day to you, me. These are. Huh? Oh, let me know. You accused them. Oh, this here. Me. What? Guck mal, der labert immer so viel Müll. Ach, guck mal, deswegen bleibt er noch, weil der die Effekte, Michael. Bonus machen. Bei dem ist auch komplett durch? Uff. Howdy, Professor. Hi, Olga. I was gosh, they had Hi, Olga. Fantastic. I'm ready to learn, oh great huntress. No jokes while we're training or I'll smack you upside the head. Got it? Na gut, die anderen Sachen aus dem Garten muss ich aber alle pflücken. Wäre ein bisschen komisch, wenn das bei dem, Dings nicht so wäre. Welcome to your second lesson, Igor. I'm gonna teach you how to handle your rifle in automatic firing mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Was für ein Tipp. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist. You should appreciate that. I've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, go! I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards. Not all the cans are dead, but you definitely scared the shit out of them. They think you now have a real fighting chance against your enemies. Well done, Igor. Na, es steht ja an der Pflanze in dem Baumenü, dass es jeden Tag direkt ins Inventar geht, glaube ich. Aber das steht bei allen da. Also das steht auch bei. What can I do for you, Professor? Das war Platz, war. Hi, Olga. I was. Das hier wäre noch Platz im Inventar. Oh, gib her. Fantastic. I'm ready. All right, it seems I've got my work cut out for me. This is gonna be extremely difficult. Maybe even Leute, ich überspringe das aber mal. Die erzählt mir halt nur, wie ich mehr Sachen in den Rucksack krieg, indem ich Tetris spiele. Nicht so hilfreich. So, er steht wieder hier unten. Olivier. So, jetzt habe ich mehr Platz im Inventar. Ja, eine Reihe mehr. Oha, Simulation können wir machen. Machen wir direkt. Was?
Die vorherige Tafel muss ich erst abschließen. Die hier. Toll. Da fehlen mir übelst viele Daten. Das ist doch scheiße. Scheiße ist das! So, Tag 25. In Tschernobyl-Light. Oha, jetzt drängeln die mich schon. Ach, ich habe keine Hauptmission mehr jetzt. Ah, oh, das heißt, jetzt geht's dann zum Kraftwerk. Ganz ehrlich, dann machen wir jetzt hier an der Stelle einen Cut für die YouTube-Folge und dann nehme ich das Finale nochmal eine extra Folge auf, weil dann haben wir das quasi nicht so gestückelt und nicht eine zu lange Folge und dann haben wir nochmal eine extra Folge fürs Finale. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich freuen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge im Finale. Bis dahin, macht's gut.